die nächste große Entwicklung für das Mehrspieler-Gameplay zu entwickeln. Basierend auf dem in Entwicklung befindlichen Ressourcen-Netzwerksystem ist ein Vorbote, ein Feuer und eine neue Realität für alles Leben an Bord von Raumschiffen. Es war das Thema von CitizenCon-Präsentationen, Q&As auf Star Citizen Live, Erkundungen auf ISC und hitzigen Diskussionen vieler Content-Creator in unserer Community. In dieser letzten Episode von ISC vor der Pause, bevor wir uns ganz auf die CitizenCon konzentrieren, haben wir Thorsten, Bastian und Guillermo eingeladen, um uns erneut die aktuelle Absicht und Umsetzung des Engineerings zu informieren und was ihr erwarten könnt, wenn die erste Iteration ihren Weg ins PU findet. Das Ressourcennetzwerk ermöglicht es uns tatsächlich, euch das Gameplay zu bieten, nach dem ihr immer gesucht habt. Nämlich ein bedeutungsvolles Mehrspieler-Gameplay, was bedeutet, dass es wirklich sinnvoll ist, mehrere Personen auf eurem Schiff herumlaufen zu haben. Dies wäre ohne das Ressourcennetzwerk nicht möglich. Wir sagen also, dass das Ressourcennetzwerk ein System ist, das es allen Gegenständen und Komponenten des Schiffs ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. Jedes Bodenfahrzeug, jede Basis, alles, was in Star Citizen mit Ressourcen betrieben wird. Im Wesentlichen ist das Ressourcennetzwerk ein Ersatz für das Leitungssystem. Wir haben uns für ein ähnliches System entschieden, das im Grunde das meiste von dem leistet, was wir derzeit mit dem Ressourcennetzwerk tun. Jedoch auf eine Weise, die nicht so skalierbar war wie das, was wir beabsichtigen. Im Moment haben wir eine Art von Wasserstofftreibstoff. Aber wenn wir das in Zukunft erweitern möchten, um mehrere Arten hinzuzufügen, die spezifische Vorteile für die Triebwerke haben, ist es jetzt sehr einfach, diese Ressourcen hinzuzufügen. Es ist lediglich eine Datenkonfiguration. Das Ressourcennetzwerk ist also die zugrunde liegende Technologie, damit das System funktioniert. Und Engineering ist das Gameplay, das wir über diese Technologie einführen wollen, damit die Spieler es erleben können. Dein Schiff fliegt, weil die Triebwerke mit Treibstoff versorgt werden. Die Kraftwerke Strom erzeugen, den die Waffen, die Schilde und auch die Triebwerke nutzen. Engineering dreht sich darum, sowohl die Nutzung des Ressourcennetzwerks zu maximieren, als auch das Ressourcennetzwerk selbst in Gang zu halten, damit ihr nicht auf dem Trockenen sitzt. Es ist etwas, mit dem die Spieler interagieren können. Sie müssen bestimmte Rollen auf ihren Schiffen zuweisen, damit Crewmitglieder damit beauftragt sind, diese Probleme zu beheben. So können sie auf dynamischere Situationen stoßen, die in den bisherigen Systemen nicht vorkommen. Das Ziel ist derzeit, dass alle Komponenten auf dem Schiff physikalisiert sind. Das bedeutet, dass die Teile, die Schaden nehmen, die Komponenten sind, und das bedeutet, dass diese Komponenten der Grund für den Ausfall eures Schiffs sein werden. Wir haben die Kraftwerke, die die Energie erzeugen, die euer Schiff verbraucht. Ihr habt die Schildgeneratoren, die einen Teil dieser Energie nutzen, um sie in Schildkraft umzuwandeln. Ihr habt ein Radarsystem, das es euch ermöglicht, die Signaturen der Schiffe um euch herum zu erfassen. Ihr habt Kühler, die eine Kühlmittelressource erzeugen. Es betrifft alle Waffen, die ihr habt, den Quantenantrieb, aber es gibt auch neue Komponenten, die hinzukommen werden. Dazu gehört das Relais mit seinen Sicherungen, dann gibt es den Lebenserhaltungsgenerator. Unser größtes Ziel ist es, von einem festen Gesundheitspool des Schiffs wegzukommen und komplett zu physikalisierten Komponenten überzugehen. Das bedeutet, dass das Beschädigen einer Komponente gleichbedeutend mit dem Beschädigen eures Schiffs ist. Ich denke, dies ist der Teil, in dem die größte Veränderung für die Spieler stattfindet. Denn hier kommt das Gameplay der Reparatur ins Spiel. Dann könnt ihr euer Schiff wieder einsatzbereit machen, indem ihr die beschädigten Komponenten austauscht oder repariert. Aber wir haben schon einen der neuen Komponenten erwähnt, nämlich den Lebenserhaltungsgenerator. Also lasst uns über Lebenserhaltung sprechen. Die Lebenserhaltung übernimmt alle Aufgaben, die notwendig sind, um die Lebenserhaltung innerhalb eines Schiffes aufrechtzuerhalten. Das umfasst die Temperatur, die Zusammensetzung der Atmosphäre, den Druck in den Räumen. Eure Hauptaufgabe ist es, sicherzustellen, dass immer genügend Lebenserhaltungsressourcen produziert werden, um eine gesunde Atmosphäre im Schiff zu gewährleisten. Das bedeutet, dass das ausgeatmete CO2 wieder in O2 umgewandelt wird.
oder wenn ihr einen Raum entlüftet habt, dass dieser wieder gefüllt wird. Wenn es in einem Raum zu heiß wird, wird er wieder abgekühlt. Es geht also darum, diese Ressourcen innerhalb der Räume zu verwalten. Und wie bereits in früheren Episoden erwähnt, ist das Lebenserhaltungsmanagement auch eine gute Möglichkeit, um Feuer zu bekämpfen. Ein weiterer Aspekt, auf den die Spieler reagieren müssen, sind Fehlzündungen von Komponenten. Fehlzündungen sind etwas, das bereits in gewisser Weise im Spiel vorhanden ist. Beispielsweise gibt es Ausfälle bei Triebwerken oder Generatoren. Wir erweitern das ein wenig und die Idee ist, dass beschädigte Gegenstände, die zu heiß sind oder zum Beispiel sehr alt und abgenutzt sind, in manchen Fällen Fehlzündungen haben. Manchmal bedeutet das, dass sie zusätzlichen Schaden nehmen. In anderen Fällen funktionieren sie für eine Weile nicht mehr. In anderen Fällen funktionieren sie möglicherweise weiter, bis ein Ingenieur vorbeikommt und Reparaturen durchführt. Im schlimmsten Fall können sie ein Feuer entfachen. Oder im Fall von Kraftwerken zu einem kritischen Reaktorfehler führen und das Schiff mitreißen. Es besteht die Möglichkeit, dass, wenn ein Kraftwerk die Nullgesundheit erreicht, es zu einem kritischen Ausfall kommt und dieser dann das gesamte Schiff zur Explosion bringt. Es gibt dem Spieler einen Zeitrahmen, um darauf zu reagieren, indem er entweder die Komponente entfernt und aus der Luftschleuse wirft, um die Explosion des Schiffs zu verhindern, oder die Komponente repariert und sie wieder zum Laufen bringt. Für die erste Veröffentlichung haben wir eine begrenzte Anzahl von Fehlzündungen. Aber wir haben das System darauf vorbereitet, gut zu skalieren, sodass wir in Zukunft mehrere Fehlzündungen einführen können. Und das führt uns zu Schadenspenetration. Schadenpenetration ist eine vereinfachte Version dessen, was wir letztendlich mit einem stärker physikalisierten System erreichen wollen. Im Wesentlichen bedeutet es, dass nun bestimmte Arten von Waffen durch die Hülle eines Schiffs dringen können. Dies hängt von den Penetrationswerten der Waffe selbst und auch von der Panzerung des Schiffs ab, die mit der Zeit erschöpft werden kann. Wenn ihr ballistische Waffen benutzt, habt ihr eine höhere Penetration, die es euch ermöglicht, tiefer durch die Panzerung zu schneiden und die Komponenten im Inneren des Schiffs direkt zu treffen. Im Gegensatz dazu sind Energiewaffen effektiver, um die Panzerung zu schmelzen. Das Ziel ist, dass ihr zuerst die Panzerung auf ihren Gesundheitswert reduzieren müsst, um das volle Potenzial eurer durchdringenden Waffen zu erreichen. Dann könnt ihr das Schiff durchdringen und tatsächlich die Komponenten im Inneren des Schiffs beschädigen, nicht nur an der Außenseite der Hülle. Natürlich gibt es hier Abstufungen. Größere ballistische Waffen können genug Durchschlagskraft gegen kleinere Schiffe haben, sodass sie direkt durchdringen können. Aber es ist alles ein Spiel der Entscheidungen und es hängt von euren Schiffen und euren Waffen ab. Mit der Schadenpenetration und den Fehlzündungen kommen wir nun zum Thema Reparatur. Wenn euer Kampf voranschreitet und die Komponenten auf eurem Schiff Schaden nehmen, wird es zur Aufgabe einiger eurer Crewmitglieder, zunächst zu untersuchen, welche Probleme durch den Kampfschaden verursacht wurden. Und dann physisch die Teile auf eurem Schiff zu ersetzen. Ihr habt also euer Multitool, mit dem ihr Bergbau- und Reparaturarbeiten durchführen könnt. Der Reparaturteil davon betrifft jetzt auch Schiffskomponenten, genau wie ihr es im Arena-Commander-Modul seht. Ihr werdet in der Lage sein, Gegenstände zu reparieren, die vollständig zerstört wurden. Ihr könnt das Item jedoch nicht vollständig reparieren, also nicht zu 100% Gesundheit wiederherstellen. Um eure Schiffskomponenten vollständig zu reparieren, müsst ihr sie tatsächlich wieder in eine Werkstatt bringen oder, wenn ihr vorausschauend gedacht und Ersatzteile mitgebracht habt, könnt ihr sie einfach gegen neuwertige austauschen. Allerdings funktioniert das nur zur Erinnerung bei Komponenten der Größenklasse 1 und 2. Komponenten der Größenklasse 3 und höher können nicht mit dem Traktorstrahl im Modus Abnehmen und Anbringen ausgetauscht werden. Nachdem wir uns angesehen haben, welche Aufgaben ihr im physischen Raum habt, in dem ihr euch auf eurem Schiff bewegt, schauen wir uns nun an, was ihr im virtuellen Teil macht, also im Energiemanagement und bei der Analyse eures Schiffs auf dem Engineering-Bildschirm. Das erste, was ihr sehen werdet, ist die 3D-Ansicht eures Schiffs, die den Standort aller Schiffskomponenten hervorhebt und zeigt, wie sie miteinander verbunden sind, wo sich die Relaisposition befinden
und wie der Status der Relais ist. Ihr werdet die Hologramme jeder Komponente sehen. Wie ihr sehen könnt, haben sie verschiedene Farben. Diese zeigen den allgemeinen Zustand des jeweiligen Items an. Ein Item, das sehr beschädigt ist, in Brand steht oder nicht genügend Energie erhält, wird sich in einem kritischen Zustand befinden. Items, die weniger beschädigt sind, nur teilweise mit Ressourcen versorgt werden oder eine Fehlzündung erleben, haben moderate Farben. Und Items, die ansonsten in Ordnung sind, werden funktionale oder blaue Farben haben. Die größte Veränderung an der Engineering-Benutzeroberfläche betrifft im Grunde die Energieverwaltung. Wir sind komplett von der Schiebereglersteuerung für jedes einzelne Item weggegangen. Es gibt jetzt eine Anzeige für Treibstoff. Diese ist für die erste Version nicht relevant, wird aber in Zukunft wichtig sein. Daneben seht ihr das Kraftwerk. Das Kraftwerksegment gibt euch eine Vorstellung davon, wie viele Energieabschnitte ihr den Schiffs-Items zuweisen könnt. Rechts neben jedem Energieabschnitt seht ihr in der Regel die Temperaturanzeige. Wenn diese in den Überhitzungsbereich geht, wird das Item sowohl den Verbrauch als auch die Produktion einstellen und komplett unbrauchbar sein, bis es wieder abgekühlt ist. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist, euren Kühlern im Voraus Energie zuzuweisen, wenn ihr in den Kampf geht. Alle Items auf eurem Schiff erzeugen Wärme. Hier seht ihr, wie viel Wärme jedes Item angesammelt hat und wie viel Kühlmittel ihr produziert und ob ihr ein Defizit habt. Was ihr tun sollt, ist, so viel Energie wie möglich in die Kühler zu stecken, bis eure Items nicht überhitzen. Aber weist nicht mehr Ressourcen zu als nötig, da ihr einen begrenzten Vorrat an Ressourcen habt. Das gleiche gilt für den Lebenserhaltungsgenerator. Ihr müsst sicherstellen, dass ihr genügend Lebenserhaltungsressourcen produziert, um die Nachfrage auf eurem Schiff zu decken. Wenn die Nachfrage nicht erfüllt wird, wird dies zu Ausfällen führen. Hier gibt es auch ein Benachrichtigungsfeld. Hier werden die Hauptwarnungen über den Zustand des Schiffs angezeigt. Wenn ein Item beschädigt ist, nicht genug Energie erhält oder eine Fehlzündung hat, wird eine Warnung erstellt. Ihr könnt sie als Benachrichtigung sehen, euch das Item ansehen und es entweder reparieren oder entfernen. Es gibt eine Option, mit der ihr im Grunde die Steuerung sperren könnt, sodass ihr oder der Pilot, der Zugriff auf das MFD hat, das einige der Energieverwaltungsfunktionen teilt, nicht in Konflikt mit euren Steuerungen geratet. Durch das Sperren könnt ihr die MFD-Einstellungen übersteuern, sodass diese nur noch von der Engineering-Station aus geändert werden können. Ihr könnt die aktuelle Energieverteilung speichern und lokal auf eurem Computer ablegen. Das bedeutet, dass wenn ihr wieder mit diesem Schiff fliegt, oder selbst wenn es nicht euer Schiff, sondern das eines anderen ist, ihr eure Voreinstellungen schnell laden könnt. Das ist sehr nützlich mitten im Kampf, wenn ihr schnell auf eine Kampfvoreinstellung umschalten möchtet, bei der ihr zum Beispiel mehr Energie für Schilde, Waffen und Antriebe bereitstellt. Oder gleichzeitig könnt ihr einen Reisemodus haben, bei dem ihr die Energie für alles auf ein Minimum reduziert, sodass es keine Abnutzung oder Fehlzündungen durch Energieverbrauch gibt. Ihr könnt also eine Voreinstellung auf eurem Schiff festlegen und dann auf ein anderes Schiff springen und diese laden? Genau, eure Voreinstellungen werden lokal gespeichert, sodass ihr, solange ihr Zugriff auf den Bildschirm habt und dasselbe Schiff verwendet, eine Voreinstellung anwenden könnt. Natürlich, wenn die Komponenten geändert wurden oder das Schiff eine andere Ausrüstung hat, passt die Voreinstellung möglicherweise nicht perfekt und ihr müsst sie anpassen. Aber es gibt euch eine gute Grundlage, wie eure Energie zugewiesen ist. Wir hoffen, dass Spieler mit diesen Änderungen mehr wertvolle Gelegenheiten haben, das Spiel zu erleben. Sie werden häufiger auf Situationen stoßen, in denen sich Multicrew-Gameplay in den Schiffen relevant und unterhaltsam anfühlt, sodass man nicht das Gefühl hat, dass es nur darum geht, die Kampfpositionen wie Geschütztürme und Pilotsitze zu besetzen. Stattdessen geht es um ein intensiveres Gameplay, bei dem ihr eure Schiffe verwalten und versuchen müsst, die laufenden Probleme, die in ihnen auftreten, zu beheben. Wir hoffen auch, dass dies größere Fahrzeuge, die mehr Innenraum haben, sowohl herausfordernder als auch angenehmer zu spielen. Macht. Wir arbeiten weiterhin hart daran, es für euch alle fertigzustellen. Es gibt bereits Schiffe, die diese Funktionalität haben. Und es gibt noch Schiffe, an denen wir arbeiten. Aber insgesamt sind wir super aufgeregt, es endlich ins persistente Universum zu bringen. Der experimentelle Modus von Arena Commander war bereits spannend, um zu beobachten, was man mit dem gesamten System machen kann. Und jetzt, nachdem wir das Feedback erhalten haben und das Gameplay entsprechend angepasst haben, freue ich mich wirklich darauf zu sehen, was ihr alle damit anstellen werdet.
Was haben wir diese Woche gelernt? Wir haben gelernt, dass es eine tolle neue Benutzeroberfläche für dedizierte Ingenieurterminals an Bord von Raumschiffen gibt. Dass die erste Implementierung von Panzerung und Schadensdurchdringung bedeutet, dass sich die Art und Weise, wie ihr eure Raumschiffe zerstört und am Leben erhaltet, grundlegend ändern wird. Und dass, wenn dies ins PU kommt, das Leben an Bord von Raumschiffen nie wieder dasselbe sein wird. Das war's für die Saison von Inside Star Citizen, während sich hier alle auf die bevorstehende CitizenCon konzentrieren, auf der wir die Zukunft von Star Citizen jenseits von Alpha 4.0 präsentieren werden. Ja, das ist eine Show, die ihr nicht verpassen wollt. Also vom kleinen Team, das jedes ISC möglich macht, vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr unsere sprichwörtlichen Flügel habt ausbreiten lassen. Vielen Dank, dass ihr uns weiterhin erlaubt, die Menschen und Prozesse der Spieleentwicklung mit euch zu teilen. Und wir sehen uns alle nach der großen Show wieder.